Ja, hi zusammen. Ich bin der Daniel und der Vladimir ist noch mit dabei. Wir haben euch ein Thema mitgebracht, was uns selbst am Herzen liegt. Da geht es so ein bisschen um Monitoring, ein bisschen um Automatisierung für Monitoring. Und dazu haben wir gleich mal eine Frage an euch. Wer monitort denn von euch irgendwelche Dinge? Ja, okay. Also ganz gut, weil wir sind auf dem DevOps-Meetup. Wer soll sonst monitoren, wenn nicht ihr, ne? Ja, so dann mal die ganz harten Fakten. Wer monitort Disk Space? Festplatte. Okay, gut. So, wer monitort sein eigentliches Use Case? Sowas wie zum Beispiel einkaufen geht im Online-Shop oder Coupons können eingelöst werden. Und wer von euch wird dafür auch irgendwie alarmiert? Also kriegt dann auch was mit, wenn das kaputt geht und auch mitten in der Nacht vielleicht? Okay, ja. Okay, ja. Genau, um euch alle abzuholen, die jetzt nicht unbedingt gestreckt haben oder die sich unsicher waren, haben wir ein bisschen was mitgebracht. Wir arbeiten hier oder haben bis vor kurzem hier gearbeitet. Das ist bei unserem Kunden. Wenn wir mal keine Software entwickeln, dann kleben wir Post-it-Pac-Mans. Der Grund dafür ist, unser Team heißt PAC, also Promotions and Couponing ist der Name. Da geht es so ein bisschen darum, in einem Kassenumfeld Coupons zu streuen, beziehungsweise so kleine blaue Punkte an einen externen Dienstleister zu verbuchen. Ich weiß nicht, wer von euch eine Payback-Karte hat. Haben Sie eine Payback-Karte? Ja, nicht unbedingt die richtige Zielgruppe hier. Genau, aber darum geht es bei uns. Wir haben viele Transaktionen und Systeme, die irgendwie am Laufen gehalten werden sollen und darum kümmern wir uns heute. Ja. Die Fragen habe ich euch schon alle gestellt, deswegen weiter zur Definition of Done. Also wer so im agilen Kontext schon mal unterwegs war oder so, wird sowas schon gesehen haben. Teile davon zumindest, Software baut und Unit-Tests, Integrationstests laufen, hat wahrscheinlich jeder mit drauf. Gibt dann vielleicht noch Akzeptanztests, die mit einer Fachabteilung zusammen formuliert wurden, in Richtung Cucumber oder sowas. Gibt vielleicht Performance-Tests. Sind alles wichtige Dinge, aber aus unserer Sicht immer noch irgendwie Definition of Almost dann. Was für uns noch dazu gehört, wichtiger Punkt, Software wird auch verwendet. Also die schönste Software bringt mir nichts, wenn sie im Schrank steht. Kennen vielleicht die ein oder anderen von euch. Und was wir auch da noch mit reinzählen, ist irgendwie der Use Case wird in Produktion ständig überwacht. Und wir haben eine kontinuierliche Feedback-Schleife, ob die Software auch das tut, was für den Kunden am Ende einen Mehrwert liefert. Was da alles dagegen sprechen kann und welche Probleme es damit gibt. Da gibt es so ein paar Fehlersituationen, da sind alle wahrscheinlich schon mal irgendwie reingelaufen. Und dazu haben wir jemand mitgebracht aus den USA, der hat 2002 schon relativ schlaue Worte dazu gesagt. Und den hören wir uns einfach mal an. Okay, das war unser Donald Rumsfeld oder der US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Er hat da so ein paar Fehlerkategorien angesprochen, auf die wir mal eingehen könnten. Also es gibt irgendwie Known-Knowns, da war vielleicht zum Entwicklungszeitpunkt schon klar, da könnte was schieflaufen. Wir haben irgendwelche Exceptions, die können wir fangen, da können wir irgendwelche Fehlerbehandlungen machen. Es gibt die Unknown Knowns, das sind Fehlersituationen, die vielleicht anderen klar waren. Also wer so vielleicht im Java-Umfeld unterwegs ist und Spring einsetzt, die haben sich da bestimmt schon Gedanken drüber gemacht und vielleicht einen sinnvollen Fallback definiert oder ähnliches. Und es gibt dann natürlich noch weitere Klassen. Wir haben die Known Unknowns, wo eben mögliche Fehlersituationen oder Schwellwerte
nicht ganz, also die Fehlersituationen sind klar, aber was für ein Schwellwert ist jetzt da der passende, um mich zu alarmieren, oder wo liegt da, sage ich mal, der Punkt, wo dann der Kunde den Use Case nicht mehr benutzen möchte? Da muss man drüber nachdenken. Und der Jackpot von allen sind die, über die man sich keine Gedanken gemacht hat und die man auch gar nicht kennt, die Unknown Unknowns, genau. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen mal gucken, was haben wir denn so an Tooling, um da drauf einzugehen? Wie können wir die Probleme angehen? Und im Prinzip kennt wahrscheinlich jeder eine dieser Bestandteile. Health Checks, Logging, Metriken, Tracing sind alles Tools, die uns weiterhelfen können. Und gerade fürs Monitoring und Alerting sind eben die Health Checks und die Metriken sehr relevant. Und auf die wollen wir heute auch weiter eingehen, um die Known Unknowns ein bisschen weniger unknown zu machen und die Detektivarbeit ein bisschen einzuschränken. Genau. Was ist denn so ein Monitoring? Was versteht man denn darunter? Ja, es gibt irgendwelche Metriken, die werden eingesammelt an irgendeiner Stelle in unserem System. Wir haben verschiedene Komponenten, die Antwortzeiten, Durchsatz oder sowas erfassen. Die sammeln wir ein. Wir haben vielleicht die ganzen Metriken schön visualisiert auf einem Monitor oder so, schöne bunte Graphen, kennt vielleicht der ein oder andere. Und davor sitzt jemand, der kann Metriken interpretieren, der erkennt, dass da vielleicht ein Loch ist oder so. Und manchmal schlägt er dann auch Alarm. Ja, das funktioniert alles ganz gut bis zu dem Punkt, dass der vielleicht mal Urlaub hat oder irgendwie mitten in der Nacht ist oder so. Und was macht man dann? Ja, die Alternative. Oder unser Monitor ist umgezogen. Unser Wegen Monitor Umzugs ist umgezogen ist und die Steckdosenleiste ist leider nicht zertifiziert genug. ja. Alternativ bildet man das Ganze in Software ab und dadurch hat man eben das Ganze auch reproduzierbar mitten in der Nacht. So. Ah. Aber wir wollen zuerst die Terminologie klären. Also was wir gleich brauchen werden, sind Service Level Indicator, Service Level Objectives und Service Level Agreement. Wir haben hier mit Sternchen markiert Punkte, wo ihr am besten schon frühzeitig euren Product Owner, Project Owner, Kunde, Management und so weiter einbezieht. Also das ist nicht unbedingt einfach und es wird dann weiterführende Diskussionen nach sich ziehen, aber es ist entscheidend, um rauszufinden, wofür macht ihr überhaupt Software? Also was soll funktionieren, welche Anwendungsfälle sollen funktionieren und welcher Anteil, also wann zum Beispiel, also die ganze Zeit, 99%, 99,5% und so weiter. So, lasst uns das am besten an einem konkreten Beispiel anschauen. Also betrachten wir folgenden hypothetischen Fall. Der Kunde geht in die Filiale, wählt die Artikel, geht dann zur Kasse und möchte seine Rabattcoupons einlösen. Also wir haben einen Webservice, der die Requests zum Beispiel von der Kasse annimmt. Und es ist nicht nur wichtig, dass diese Requests klappen, also Response Code ist gleich 200, sondern dass diese auch innerhalb einer bestimmten Zeit verarbeitet werden. Da haben wir unseren Indicator, also die Antwortzeit in Millisekunden, also hier grün dargestellt. So, jetzt zu den Zielen, Objectives. Die Requests sollen innerhalb von 100 Millisekunden verarbeitet werden, damit die Kasse bzw. der Online-Shop nicht die Geduld verlieren und dann die Einlösung des Coupons als nicht möglich quittieren. Also das ist hier unsere rote Linie, die wir nicht überschreiten wollen. So, und außerdem ist unser Ziel, dass diese Anforderung zu 99,5% der Zeit erfüllt ist. Das ist unser Service Level Agreement. Wir haben aber auch Backend-Prozesse, also die Transaktionen müssen nicht in Realtime verarbeitet werden, aber wir wollen sicher sein, dass wir nicht zu weit hinterher sind. Also was ist da unser Indicator? Requests pro Sekunde, ist 30 Requests pro Sekunde gut? Also da stellt man sich die Fragen, wie man solche Sachen definiert.
So, in diesem Fall ist es besser, die Requests pro Sekunde zu der Länge der Queue in ein Verhältnis zu setzen. Also daraus ergibt sich dann die voraussichtliche Wartezeit. Dann wissen wir, sind wir gut drauf oder nicht. Also wir haben hier ein bisschen, Pseudocode vorbereitet. So, ausgehend von einer Basismetrik, wie zum Beispiel HTTP Server Requests Count, also wir summieren, aggregieren das ein bisschen und es ergibt sich eine Metrik, so Requests pro Sekunde. So, Requests per Second. Dann haben wir eine weitere Metrik, dann können wir eine weitere Metrik darauf basierend ausrechnen. Dann stellen wir die Anzahl der Requests pro Sekunde zu der Länge der Queue in Verhältnis und dann wollen wir alarmieren, wenn ein bestimmter Schwellwert überschritten ist. Also wenn wir sagen, okay, Wartezeit größer als 1800 Millisekunden oder Sekunden oder genau Sekunden, dann ist es zu lange. So, und dann wollen wir Alert auslösen. So, im ersten Schritt also notieren wir so ein bisschen als Pseudocode, was sind unsere Ziele überhaupt beim Betrieb unseres Produkts oder unseres Services für unsere Kunden. Und das ist auch die Stelle, wo man auch direkt euren PO-Kunden, also bei agiler Softwareentwicklung, dann die ganzen Beteiligten direkt einbeziehen kann. Die werden vielleicht dann sagen, oh, wissen Sie nicht, wir wollen, dass es immer funktioniert zum Beispiel. Oder wie sollen die Antwortzeiten sein? Soll sofort antworten. So. So, das ist dann eine gute Basis, um die Menschen damit dann zu konfrontieren, was sind dann die realistischen Anforderungen. Und dann notiert man das am besten als Pseudocode. So. Anderes Beispiel. Jetzt haben wir Queue betrachtet. So, anderes Beispiel. Die Queue ist leer. Es gibt keine Transaktionen, die zu lange dauern. Ist alles gut? So. Wir sehen hier ein Beispiel eines Ladens. Also keine zu langen Schlangen, keine zu langen Verarbeitungsprozesse. Kann es sein, dass die Ladentür geschlossen ist? Wie erkenne ich so eine Anomalie? Ist jemandem schon mal passiert, dass durch irgendeinen DNS-Fehler oder Fehler beim Routing bei der Anwendung erst gar nichts angekommen ist? Genau, wem das nicht passiert ist, soll den ersten Stein werfen. Und welches Monitoring hat dann angeschlagen? Yeah. kennen wir auch? Je nach Größe des Projekts und des Kunden sind normalerweise Support-Systeme so organisiert, um eine möglichst große Verzögerung einzubauen auf dem Wege zwischen den einzelnen Betroffenen und den Verursachern, also First Level, Second Level, Third Level. So, das heißt, das, was man da per Design eingebaut hat, stört auch bei der Lösung des Problems. Insoweit muss man da schon, oder könnte man schon selber was dafür tun. Wir werden das Aber wir haben ja Twitter, sehen. Also wir können ja. So, Anomaly Detection. So, alle Metriken sind okay, Festplatte okay, CPU okay, Download Requests okay. Fachliche Use Case nicht nutzbar. Aber hier zum Beispiel, ein Mensch erkennt schnell, dass hier etwas nicht in Ordnung ist. So, man könnte versuchen, mit irgendwelchen Formeln, so werden wir auch gleich einige Ansätze sehen, ist dann die Interpretation, die Anzahl der Requests von der Uhrzeit abhängig. Müssen wir Wochentage, Feiertage berücksichtigen, konfigurieren. So, und das, was ist mit verschiedenen Ländern, also die verschiedene gesetzliche Feiertage haben zum Beispiel? Brauchen wir Machine Learning, künstliche Intelligenz, Big Data? Alles sehr interessant und kommt nach und nach. Zum Glück stellt es sich heraus, dass in unserem Anwendungsfall man das mit ein wenig Mathe das lösen konnte. Also wir haben da in der Ecke so kleine mathematische Notation aufgeschrieben. Also um diese Situation zu erkennen,
wollen wir gucken, ja, wie ist die Ableitung, also wie ist die erste Ableitung. Also, und mit Minus bedeutet, also nicht Steigerung der Anzahl der Requests, sondern Absinken der Anzahl der Requests. Und wenn dieses Sinken der Anzahl der Requests ein Moment, ich habe hier einen Laserpointer, da. Wenn dieser Wert einen bestimmten Schwellwert übersteigt, dann ist es zu starker Abfall in der Anzahl der Requests, da wollen wir Alarm schlagen. So, hier haben wir ein bisschen Pseudocode aufgeschrieben. So, es geht um Anwendungsfall Find Coupons, also Anzahl der Requests per Second. So, wir summieren und berechnen die Rate, also die Anzahl der Requests pro Sekunde, auf eine Minute gemittelt. So, dann können wir so eine Art Ableitung, also Mathematiker werden sofort bemerken, das ist keine Ableitung, das ist nur ein Delta, ist aber häufig nah genug dran. Also hier gucken wir, wie diese Metrik jetzt ist und wie diese Metrik mit einem Offset, also vor 5 Minuten war. Und wir stellen die Werte zueinander in Verhältnis. Also dieses plus 1 ist dafür da, um Division durch 0 zu vermeiden. So, und jetzt haben wir unsere neue Metrik, also dieses Decline, dieses Absinken, die Anzahl der Requests. So, und dann wir können das hier auf dem Diagramm sehen. Also diese türkis-blaue Linie, das ist diese abgeleitete Metrik. So, und wir sehen, so hier beim plötzlichen Abfall der Anzahl der Requests geht die Metrik nach oben. Und zum Glück geht sie so stark nach oben, dass sie locker diese rote Linie durchbricht. Also das, was wir uns als Schwellwert so überlegt haben. So, und hier können wir, zufälliger Pseudocode, das auch direkt definieren. Also wir wollen ein Alert auslösen bei dieser Expression. Also wenn diese Decline in der letzten Zeit den Wert 10 überstiegen hat, also diesen Wert 10 haben wir empirisch ausgerechnet, also da gilt nicht diese Skala, sondern Skala, was auf der rechten Seite ist, also 10, und praktisch haben wir da in so einem Fall so 20 bis 30. So, dann haben wir das später ein bisschen verfeinert. Wir wollen keinen Alarm schlagen bei einer trivialen Anzahl der Requests. Also nicht so, dass das in der Nacht irgendwo von einem Request auf null geht und dann plötzlich Alarm, alle Requests sind weg. So, Voraussetzung für Alert ist, dass die Anzahl der Requests nicht trivial ist. So. Ja, da haben wir hier was eingebaut. Wir haben gesagt, okay, wir werden zeitnah alarmiert, und wenn diese Situation in den letzten 2 Stunden passiert ist, das ist hier diese Stelle. Genau, dann wird dann ja, kann man bestätigen. So, das wird ausgelöst und das hält 2 Stunden an. So, wir werden aber später sehen, dass durch die Toolkette, die wir einsetzen, dass wir für jede Aufgabe, also so typisches Unix-Prinzip, für jede Aufgabe passendes Tool einsetzen. Also beim Alerting zum Beispiel, Ding, was Deduplizierung der Alerts umsetzt, können wir das an einer anderen Stelle lösen. Also dass man dann nicht permanent alarmiert wird, sondern dass man genau gezielt dann, wann man das braucht. So. Ja, dann kam als nächstes direkt die Frage, was ist mit Feierabend? Also ist diese Muster bei Feierabend nicht gleich? Also sind ein Ausfall und das Ende eines Arbeitstages voneinander überhaupt zu unterscheiden? Wir haben dann es eine Weile beobachtet. Und man sieht hier klare Unterschiede. Und wir sehen, dass bei dieser bestehenden Formel false positiv vermieden werden. Also wir sehen hier rechts Feierabend. Und dann ist unsere Ableitung, unser Delta steigt nur hier geringfügig an. Also in unserem Fall war es kein Problem, ob es nun die Filialen, also diese ganzen Bahnhofsfilialen und so weiter, die etwas länger offen haben, oder andere Länder. Aber jedenfalls ist da Ruhe. Also Wladimir, da hast du aber jetzt verdammt Glück gehabt, oder?
Ja, normalerweise kommt aus dem Publikum die Frage, ja, euer Anwendungsfall aber bei uns, was ist mit uns? Wer hat Angst, wer hat Bedenken wegen Feierabend oder sonstige Patterns, die man so nicht erkennen könnte? Ah, es gibt leise Zweifel. So. So, alles spezifisch für euren Anwendungsfall. Falls eure Online-Shop Ladenschlusszeiten ernst nimmt und um 20 Uhr alles abwirkt, haben wir auch dafür eine Lösung überlegt. Also wir setzen die nicht ein, aber wir haben für euch was vorgesorgt. Wir haben für euch eine Badewanne mitgebracht. So, das ist die berühmte Badewannenmetrik. Also ich weiß nicht, für eine Badewanne ist es nicht, vielleicht nicht genug auseinandergezogen. Also Badewanne ist zu erkennen, oder? So. Wenn man gegen so einen Fall mit hartem Anfall an Traffic irgendwas einrichten wollte, würde man eine extra, so eine künstliche Metrik definieren. Wir nennen das Expect Traffic oder Öffnungszeiten. So, und die ist dann 0 oder 1. Man sieht, dass die sonntags bei 0 liegt und werktags während der Öffnungszeiten dann bei 1. Und dann kann man das in unser Alert Expression mit integrieren. Wenn dies und das und das and expect traffic, also und diese Badewannenmetrik, dann löse Alert aus, sonst nicht. So kann man in die Richtung arbeiten. Willst du weiter? Vielleicht. Ja. Ja. ja, genau. Jetzt haben wir ein bisschen Theorie-Teil, ein bisschen praktisches Beispiel gesehen, wie wir so ein Use Case angegangen haben. Jetzt wollen wir mal zeigen, was wir da hinten dran gebaut haben, um das Ganze zu verarbeiten, um da irgendwie loszulegen. Wer von euch kennt so ein paar von den Icons und Begriffen hier auf der Folie? Okay, gut. Sehr schön. Ja. Also das einzige Icon, was es nicht gibt, ist das hier. Das habe ich mir irgendwie Creative Commons Logo zusammengeklaubt. Aber prinzipiell wird dieser Stack bei dem einen oder anderen von euch auch schon in Benutzung sein. Und im Prinzip haben wir einfach unsere Anwendung genommen, die mit einem Prometheus-Endpunkt ausgestattet. Der Prometheus-Endpunkt wird von Prometheus, einer Time-Series-Database, die verschiedene Möglichkeiten hat, Endpunkte einzusammeln, eingesammelt und über die Query-Language und die damit verbundenen Möglichkeiten, Alarme zu definieren, haben wir dann quasi unser Alarmierungssystem aufgebaut. Was wir an der Stelle für Vorteile dadurch haben, ist, dass wir den ganzen Pseudocode von den Folien vorher verwenden können. also Spoiler. Der ist zum einen halbwegs lesbar für Menschen und zum anderen auch sehr mächtig. Also die Query Language von Prometheus ist wirklich extrem gut und darauf aufbauend haben wir dann unsere Alerting-Architektur aufgebaut. So ein Alert geht dann, wenn er dann mal gefeuert hat, an den Alert Manager, der macht so ein bisschen die Verteilung. Bei uns ist es so, dass die Alarmierung über Ops Genie abgebildet wird. Das ist ein Tool, mit dem man eben so Sachen wie Bereitschaft oder so im Team organisieren kann. Wer hat in welcher Woche, zu welcher Uhrzeit Bereitschaft und im Prinzip abstrahiert da der Alert Manager quasi die verschiedenen Tools, die es in der Landschaft gibt. Am Ende gibt es natürlich auch noch was für den Metriken-Interpretierer. Irgendjemand braucht ja auch noch schöne bunte Graphen. Die Grafana-Integration für Prometheus ist auch sehr gut. Und letztendlich ist es dann unser Stack, mit dem wir unser Monitoring machen. Was wahrscheinlich auffällt, ist, dass hier Sachen doppelt sind. Dadurch haben wir so ein bisschen HA umgesetzt. Man könnte natürlich jetzt noch weitergehen, das Kreuz verschalten und so Sachen. Da gibt es verschiedene Patterns. Wir haben an der Stelle gesagt, das sparen wir uns, weil
Ob der Alarm hier zweimal ankommt oder nicht, ist uns an der Stelle egal, weil Opsgenie für uns die Deduplizierung macht. Also das Event, was mit seinen Labeln getaggt ist, wird zwar zweimal ankommen, aber resultiert dann nur in einer Alarmierung bei dem jeweiligen, der Bereitschaft hat und auf dem Handy die Notification bekommt. Genau. Wo ich ein bisschen mehr jetzt noch drauf eingehen möchte, ist der vordere Teil. Das Logo, das suggeriert schon so ein bisschen Java-Ökosystem mit Spring. Und genau das ist auch bei uns im Einsatz. Also wir haben an der Stelle eben eine Anwendung, die mit Spring Boot 2 ausgestattet ist und das Micrometer-Framework verwendet. Micrometer ist eine Abstraktion für Metriken, so eine Art SLF4J, also ein Framework, um verschiedene Backends mit Metriken zu versorgen. Und an unserer Stelle, bei uns haben wir eben den Endpoint für oder die Meta-Registry für Prometheus im Einsatz. Bedeutet, sobald Prometheus vorbeikommt und die Metriken einsammeln möchte, werden diese entsprechend eingesammelt. Genau. Es gibt halt verschiedene Ansätze, wo man Metriken herbekommt. Es gibt eben Third-Party-Metriken, die durch das Framework mitkommen, die von der JVM mitkommen über Spring oder auch irgendwelche Datenbank, Connection Pools oder ähnliches. Die kriegt man schon frei Haus, da gibt es schon relativ viel. Man kommt natürlich auch immer mal wieder in die Verlegenheit, eigene Metriken zu definieren, gerade wenn man fachliche Themen irgendwie abbilden möchte und diese auch entsprechend alarmieren möchte. Ist es durchaus eine sehr gute Methode, das zu machen. Was muss ich da in meiner Anwendung machen? Also im Java-Kontext, also ich weiß, es könnte sein, dass ihr vielleicht mit Java ein bisschen spezielles Verhältnis habt. Ich weiß nicht, wer ist in einem Entwicklungsteam? Wer mag Java? Ja, wer mag Java? Es gibt hier Lagerbildung, links sind eher die Java-Leute. Okay, alle anderen trauen sich nicht, dass sie zu sagen, dass sie Java mögen oder haben keinen Kontakt oder anderes so in der Anwendungswelt oben drüber. Was ist da so im Einsatz? C-Sharp, okay. Gut, also prinzipiell kann man auch einer C-Sharp-Anwendung Metriken entlocken und die dann letztendlich in diese Alarmierungsstrecke packen. Unser Beispiel ist jetzt mal an dem Java-Ökosystem angelehnt und im Prinzip muss ich nur mir zwei Dependencies noch reinziehen für den Spring Boot Stack, nämlich einmal den Actuator und die Prometheus Registry. Und die entsprechend exposen und dann bekomme ich am Ende an irgendeiner Stelle, an irgendeinem REST-Endpunkt Metriken ausgegeben. Diese Metriken sind nach einem relativ einfachen Schema aufgebaut. Es gibt einen Namen, es gibt eine beliebige Anzahl von Tags und es gibt einen Wert dazu. Wenn ich das jetzt in dieser Spring Boot-Anwendung expose, dann sieht das Ganze so aus. Ich habe jetzt hier mal beispielhaft verschiedene Metriken, die jetzt über die Servlet API mit rauskommen, mal beispielhaft rausgelockt oder raus hier mit in die Folien reingepackt. Wir haben jetzt hier eine URI zum Beispiel als Tag mit dabei, da hat wohl jemand den Prometheus-Endpunkt aufgerufen, die Health-Schnittstelle aufgerufen. Das hat auch geklappt, mit Status 200 quittiert. Hier oben haben wir Laufzeiten, das sind die Gauges. Und hier unten haben wir Counter im Prinzip. Wie oft wurde das aufgerufen? Wir sehen jetzt zum Beispiel hier auch gleich so einen anderen Fall. Irgendwas ist schiefgelaufen. Jemand hat versucht, den Root-Controller aufzurufen. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Genau, so sieht der Output im Prinzip aus für Prometheus. Und wie kommen wir jetzt dazu? Also so Sachen werden vielleicht dann schon mitgeliefert. Wenn man jetzt eine eigene Metrik bauen möchte, zum Beispiel hatten wir vorhin das Beispiel der Wattenschlangenlänge, da kommt man auch ganz schnell dann zu dem Punkt, dass man vielleicht auch eine eigene Metrik definieren möchte und das kann man recht einfach über ein Builder-Pattern machen. Also man muss im Prinzip nur definieren, wie die Metrik erzeugt wird und Micrometer übernimmt dann das, wann wird das Ganze generiert, wie wird das Ganze getaggt und so.
das ist da an der Stelle schön abstrahiert und man muss sich darüber keine Gedanken mehr machen. Was haben wir für Möglichkeiten? Es gibt verschiedene Arten von Metriken. Es gibt die Counter, wo ich einfach einen Wert inkrementieren kann, einen Zähler implementieren kann dadurch. Die Gauges hatten wir vorhin auch gesehen. Das ist dann eben ein Messwert, der auch quasi nicht nur hochgezählt, sondern auch runtergezählt werden kann. Die Timer sind zum Beispiel dazu da, um die Dauer von Aufrufen zu modellieren. Oder auch die Distribution Summaries sind ganz interessant, um eben die Verteilung von Ereignissen darzustellen. Also alles, was nicht der irgendwie der Zeiteinheit verhaftet ist. Darauf aufbauend gibt es dann noch die Perzentile, die quasi quasi für Timer vorberechnete Perzentile ermöglichen. Und zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, Histogramme zu erstellen. Dadurch habe ich eben auch die Möglichkeit, diese Aggregation erst im Nachhinein in Prometheus zum Beispiel zu machen. Genau, da habe ich relativ viel Tooling, um verschiedene Sachen festzuhalten. Dabei sollte man vielleicht darauf achten, nicht sowas zu produzieren. Also durchaus möglich, also es gibt Anwendungen, habe ich mir sagen lassen, die weniger fachliche Daten irgendwie in der Datenbank speichern, als dass sie Logs und Metriken und Ähnliches und Traces rausschreiben. Eine Zwischenfrage, wer nutzt Elk für? Wer nutzt Elk für dafür? Ja, also dieses Tooling außenrum kann recht schnell recht groß werden. Natürlich ist es schön, wenn man viel sammeln kann, aber denkt bitte zuerst an das Alerting. Was wollt ihr denn eigentlich? Und dann könnt ihr drüber nachdenken, an welcher Stelle instrumentiert ihr, an welcher Stelle baut ihr da vielleicht das Tracing ein. Und da steckt dann halt auch wirklich der Gehirnschmalz, sage ich mal, drin. Was sind wirklich die Sachen, die ihr aus fachlicher Sicht alarmieren wollt und wo ihr auch tatsächlich den Mehrwert für den Kunden liefern könnt? Genau. Kommen wir zu einem weiteren Teil der Architektur. Achso. genau, wir sind bei Prometheus. Also, wir waren bei der Anwendung, jetzt sind wir bei Prometheus. Prometheus-Konfiguration ist sehr einfach gehalten, sehr minimalistisch, alles in Textform. So, wir fangen hier so ein bisschen so bei diesen unterstützenden Konfigurationen. Also hier an der Stelle geben wir an, welche Endpoints Prometheus scrapen soll, also abfragen soll, um die Metriken einzusammeln. Hier Beispiel in Kombination mit Ansible. genau. Wer hat schon erkannt, was dieser Konfigurationsabschnitt tut? Okay, wir sagen einfach, dass Prometheus bei der Anwendung folgende URL aufrufen soll, also Actuator Prometheus, und die Metriken von diesem Endpoint abholen soll. Es wird HTTPS genutzt und nicht HTTP. Und es gibt eine Liste der Server, die er abklappern soll. Und dadurch, dass wir viele Server haben und deren Menge dynamisch ist und bei uns über Ansible Inventory abgebildet ist, haben wir hier eine Schleife drum. So dass hier die Konfiguration so entsteht, dass für alle dem Ansible bekannte Server so die Scrape-Config eingetragen wird. Dann können wir pro Host, also pro Target Host, was wir aufrufen, wo wir die Metriken einsammeln, auch weitere Labels vergeben. Also hier Beispiel, also wir haben mehrere Stages und wir wollen später beim Alerting deutlich unterscheiden zwischen Produktion und Nicht-Produktionssystem zum Beispiel. Nicht-Produktionssystem wollen wir nicht um 3 Uhr nachts anrufen und solche Sachen. So, oder es gibt vielleicht bei euch irgendwelche andere Kriterien, wichtig, weniger wichtig. Und. Das kann man beim Scrape-Config direkt mit angeben. Und alle Metriken, die von diesem Endpoint, von diesem Server abgeholt wurden, die werden mit zusätzlichen Tags versehen und können
in euren Alert-Rules und weiteren Sachen genutzt werden. So, weiterer Punkt ist Definition der Rules. Wir haben bereits gesehen, dass das Pseudocode, was wir eigentlich auch für Kommunikation mit unseren Kunden oder Product Owner nutzen können, ist zufälligerweise gleichzeitig auch gültiges Prometheus-Syntax. Alarmierung. Genau, wir haben eine Liste an Rules. Also jeder einzelne Eintrag ist für sich selbst interpretierbar, lesbar. So, wir versuchen da diese Ausdrücke, diese Expressions nicht zu kompliziert zu machen. Man könnte ja alles in einer Zeile schreiben oder also einen sehr langen Ausdruck benutzen. Wenn wir merken, dass es zu komplex wird, dann teilen wir das in verständlichere Stückchen auf. Also wie zum Beispiel hier, wir definieren eine neue Submetrik oder eine neue synthetische Metrik wie Requests per Second. Dann haben wir eine Metrik Errors per Second, die aus den anderen Metriken ausberechnet wird. Hier könnte man zum Beispiel, also je nachdem, was man hat, anhand der HTTP Response Codes zum Beispiel aufteilen. So, und wenn man zwei dieser Metriken erstmal hat, dann kann man eine weitere definieren. Error Ratio, also das ist Verhältnis zwischen der Fehler pro Sekunde und Requests pro Sekunde. Und darauf kann man dann ein Alert definieren. So, jetzt kommen wir zu dem allerbesten, die Definition eines Alerts. Ein Alert kann man mit einem kurzen Namen versehen, da kommt eine Expression, also mit Schwellwert, also wenn Error Ratio größer als 1% ist, und wir haben eine nicht-triviale Anzahl an Fehler pro Sekunde, also mehr als 10 Fehler pro Sekunde, weil wir wollen nicht bei einem Einzelnen alarmieren. So, und dieser Zustand für 5 Minuten anhält. Dann mach Folgendes, das mit einem Label versehen, also eine hohe Priorität, Prio 1. Und dann kommen die Annotations, und das ist das Allerbeste an Prometheus. Man kann ein Alert direkt mit sinnvollem Kontext versehen. Das heißt, nicht einfach, okay, Festplatte ist zu 90% gefüllt, was soll ich damit machen? Sondern hier kann man das mit einem Kontext versehen. Okay, mögliche Ursachen, dies und das. So, wenn es dann eine zugrunde liegende Ursache gibt, wie zum Beispiel, wenn man denkt, dass es die Infrastruktur, die darunter liegt, schwächelt, dann kann man zum Beispiel die Support-Telefonnummern von den anderen Abteilungen damit aufnehmen. Weiterführende Links zu dem Wiki, zu den weiteren Ansprechpartnern, weiterführenden Informationen, bisher bekannten Vorfällen und. So, dass man, falls man um 2 Uhr nachts alarmiert wird, dann hat man Kontext. Man weiß, was zu tun ist. Idealerweise stehen an der Stelle schon direkt Anweisungen, in welcher Reihenfolge man was ausprobieren soll. Da anrufen, da gucken, dann in Deckung gehen. So, schreibt das am besten so, wie ihr das lesen wollt. So, und hierfür stehen noch weitere Dinge zur Verfügung. Also man kann auch auf die Werte, die zum Beispiel diesen Alert ausgelöst haben, zurückgreifen. Das heißt nicht nur Error Ratio is too high, sondern welchen Wert die beträgt. Hier haben wir auch einen Link zu einem Grafik. So, jetzt sind wir etwas weiter auf der Karte. So, jetzt kommen wir zum Alert Manager. Alert Manager ist auch ein Tool, was aus diesem Prometheus-Universum kommt. Das ist quasi auch Bestandteil von Prometheus. Ist aber ein separates Prozess und separater Dienst, was man starten und konfigurieren muss. So, hier ist die Konfiguration auch ziemlich kompakt. So, wir haben gesagt, wir wollen die Alerts an OpsGenie weiterleiten. Also wir haben hier OpsGenie-Integration. Aber Alert Manager hat auch eine rudimentäre eigene Alarmierungsmöglichkeit, wie zum Beispiel per E-Mail. Geht eigentlich auch. Man kann ja auf seinem Handy sagen, okay, wenn E-Mail von der E-Mail-Adresse kommt, dann zum Beispiel einen lauten Ton abgeben. Das heißt, man braucht nicht unbedingt Third-Party-Tools.
Für uns hat Ops-Genie den Nutzen, dass es bei einem größeren Team oder bei mehreren Teams man da die Möglichkeit hat, so eine Art Dienstpläne zu definieren, und wir sind für Support verantwortlich. Dann gibt es Fallback-Lösungen. Wenn in eurem Unternehmen IT-Teil oder bei Cross-Channel, so Online-Shop, hohe Priorität hat, dann geht diese Eskalationshierarchie vielleicht bis ganz zum Vorstand. Möglicherweise, also, wenn dieser Alert, dann können wir im Ops-Genie sagen, wird derjenige, der Rufbereitschaft hat, alarmiert. Wenn die innerhalb von halber Stunde nicht antwortet, dann der zweite. Und wenn die nicht antworten, dann Abteilungsleiter. Und wenn der nicht antwortet, dann Bereichsleiter. Und wenn der nicht antwortet, weiter und dann bis zum Vorstand. Und dann kann Vorstand, genauso wie wir aus diesem Support-Fall mit den Kunden, kann diese Hierarchie auch dann wieder runter navigieren. So, genau, soweit die Theorie. Nee, das hatte ich vorher im Projekt, also mit Ops-Genie haben wir das. Da hatte Vorstand Interesse am Online-Shop und dann wollte er gucken. Hat auch gefragt. Der hat auch diesen Kontext auch mitbekommen. So, Ops-Genie-Integration. Und wenn man Spaß an Go-Length-Templating hat, dann kann man hier noch weiterführende Sachen programmieren, so Unterscheidung nach Stages und. So, hier nicht erschrecken. So, Escaping von doppelten geschweiften Klammern ist easy. So, leider setzen wir hier zwei Tools, die auf gleiches Syntax beim Templating Engine setzen und beide doppelte geschweiften Klammern, das ist schon was Spezielles. Also wer wird schon doppelte geschweiften Klammern verwenden? Und dann haben wir das zweite Tool, was auch doppelte geschweifte Klammern verwendet. So, dann ist das hier ein bisschen weniger leserlich, aber geht. So, aber es geht noch mehr. Genau. So als Softwareentwickler habe ich natürlich auch irgendwie so den Anspruch, Code vielleicht mal testen zu können, bevor ich es jetzt für Produktion ausroll oder überhaupt an den Prometheus weitergebe. Dafür bringt Prometheus einiges an Tooling mit. Man kann sowohl die Konfiguration für Prometheus als auch die Rules lokal testen. Also es gibt da quasi ein kleines Tool, das kann man im Docker-Container hochfahren, kann seine Konfiguration dagegen validieren. Genauso ist es möglich für die Metric-Endpoints, also wenn man wirklich in die Verlegenheit kommt, seinen eigenen zu implementieren, kann man darüber auch Probleme erkennen. Und was das Ganze auch mitbringt, ist ein Unit-Test-Support. Und dafür habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht, um das mal zu zeigen. Und zwar gibt es eine kleine Rule, die irgendwie von Instanzen guckt, ob die up sind über eine Metrik. Und sobald, sage ich mal, dieser Null-Zustand, also Instanz nicht da, für 5 Minuten anhält, dann möchten wir alarmiert werden. Die Sachen hat Vladimir schon soweit ein bisschen erklärt. Also wir können Labels versehen, zum Beispiel jetzt, dass wir mit Priorität 1 alarmiert werden wollen. Wir können zusätzlich eben eine Summary und eine Description mitgeben. Und diese Rule möchten wir jetzt testen, die möchten wir jetzt einen Unit-Test dafür schreiben, dass die Bedingung, die hier formuliert wird, auch eingehalten wird. Wie können wir das machen? Im Prinzip gibt es einen Test-Support, also ich kann sagen, welche Rules ich quasi überprüfen möchte, welchen Alert ich überprüfen möchte. Und jetzt habe ich da eine kleine Zeitmaschine eingebaut, also ich muss nicht irgendwie warten, bis eine Minute vergangen ist oder so, sondern ich kann halt zu einem bestimmten Zeitpunkt die Metrik evaluieren. Wir haben hier jetzt ein Zeitintervall von jeweils einer Minute und als nächstes werden die Inputs definiert. Da kann ich Metriken mocken. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit, nicht die echten Daten zu verwenden, sondern ich kann die Metrik entsprechend definieren.
Hier haben wir jetzt die Input-Serie, nämlich die Abmetrik. Und letztendlich komme ich hier auf diesen Ausdruck. Ist ein bisschen spannend zu lesen. Ich habe mal hinten dran geschrieben, was das bedeutet. Also irgendwie viele Einsen und dann Nullen. Also der Service ist irgendwann down. Und letztendlich definiere ich dann meine Rule, die besagt, okay, zum Zeitpunkt nach 12 Minuten möchte ich oder erwarte ich, dass dann ein Alarm gefeuert wird, nämlich Instance Down mit folgenden Labels und folgenden Annotations. Damit habe ich die Möglichkeit geschaffen, dass ich, sage ich mal, die Randfälle von meiner Expression überprüfen kann oder dadurch auch reproduzierbar sehe, dass mein Test noch funktioniert oder mein Alarm noch funktioniert auf die bestehenden Sachen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ich das Ganze an echten Daten teste. Also hier als Input-Serie könnte ich ja auch mein in Produktion kaputt gegangenes System als Metriken mit reinpacken und darauf aufbauen, dann meine Metrik entwickeln. Was sagt ihr? Schlägt die an oder ist der Test grün? Ich spring mal kurz an die Stelle nach 12 Minuten. Hier. Also da stand irgendwas für 5 Minuten ist die Instanz down, dann feuert der Alarm. Das ist jetzt quasi 1, 2, 3, 4, 5 und das ist die 6. Null. Dementsprechend feuert der Alarm und der Test ist grün. Genau. Also Prometheus bietet hier an der Stelle eben die Möglichkeit, das Ganze wie Software zu oder wie Code zu behandeln. Also ich habe die Möglichkeit zu testen. Ich kann meine Input-Serien definieren. Nicht nur PromQL ist oder nicht nur die Alerts sind testbar, sondern auch die Expressions an sich. Also wenn man Expressions definiert, die kann man auch testen. Und eben die Records ermöglichen einem, den Input zu mocken. Also dadurch habe ich eben die Möglichkeit, alle Randfälle abzudecken. Ja, Vorteil, verkürzte Feedback-Schleife ist klar und dass ich das halt auch irgendwie versionieren kann und mit anderen zusammenarbeiten kann und es nicht in einer Clicky-Bunty-GUI irgendwie definiere und nur einer kann an dem Alert rumschrauben oder sowas, das fällt halt alles raus. Ich habe auch die Möglichkeit, ein Code-Review zu machen, halt alle Vorteile, die Code so mit sich bringt. Ja, kommen wir eigentlich auch schon zum Schluss, zum Fazit von unserem Vortrag. Was wirklich zählt, ist, wie verhält sich die Software beim Kunden? Da steckt der Gehirnschmalz drin, dass man dazu passend auch Alerts definiert. Und denkt bei dem ganzen Instrumentieren, bei dem ganzen Aufbau von dem System für Metriken oder Logging oder Tracing daran, dass ihr am Ende da eine Regel habt, die alarmiert euch nachts um 3. Es gibt ganz viele andere Sachen, die man auch abdecken kann, abdecken muss, aber wenn ihr begrenztes Budget habt und einen begrenzten Rahmen habt, dann schaut drauf, dass ihr die eine Regel umsetzt und euch auch da die Strecke baut. Und der codebasierte Ansatz durch Prometheus und Alert Manager hat uns sehr geholfen, um das Ganze umzusetzen, um das auch in der CI-Pipeline umzusetzen. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit und könnt uns Feedback geben, wie ihr es macht. Vielen Dank. So. Fragen. Fragen. Leg los. Du meinst, dass mehrere Teams die Instanz benutzen? Die Frage war, ob mehrere Teams an dem Code für Alerts und Regelwerk oder sag ich mal Expressions definieren können an einem Repo. Das hatte ich wahrscheinlich ein bisschen falsch formuliert. Ich hatte jetzt gemeint, es können mehrere aus einem Team zusammenarbeiten, was das Problem nicht unbedingt oder reduziert, aber prinzipiell ist ein eingeschränkterer Personenkreis. An der Stelle, ja, wir haben zwei Teams, die jetzt an unserem Monitoring arbeiten. Ja. Die
Also grundsätzlich die Philosophie hinter Prometheus ist, dass man eher tendenziell kleinere Prometheus-Instanzen hat, die einen beschränkten Scope haben, wie zum Beispiel, also nicht dieses superzentrale Nagios allwissendes Ding, sondern tendenziell kleiner, dann nach Stages zum Beispiel, nach Produktion, Präproduktion getrennt und dann auch noch nach Teams getrennt. Darüber hinaus gibt, also Pattern war es eigentlich, was Google bei Borgmon so erfunden hat und so wie es dann weiter von Prometheus Menschen dann übernommen wurde. Darüber hinaus gibt es dann, wenn man integrierte Sicht, also wenn man unternehmensweit integrierte Sicht haben möchte, dann hat man noch die Möglichkeit, eine weitere übergeordnete Prometheus-Instanz zu definieren, die die wichtigsten Metriken aus den untergeordneten sammelt und aggregiert. Also tendenziell macht man kleinere Einheiten. Dadurch ist man auch viel effizienter bei diesen Aktivitäten, weil man nicht auf die anderen Rücksicht nehmen muss, muss keine Meetings einberufen, um da irgendwelche Sachen abzustimmen, sondern so in eurem Team könnt ihr dann frei entscheiden und eure Instanz befeuern. Beantwortet das deine Frage oder ging das ein bisschen weiter noch? Okay. Besser. Ja. Ja. Da wäre wahrscheinlich die Teamgrenze die Empfehlung, die wir geben würden. Ansonsten, auch bei mehreren Personen im Team und so weiter, was hilfreich ist, sind natürlich ein paar Checks. Also wir haben dann nach einer Weile, also wenn man einen syntaktisch kaputte Rule eincheckt, dann ist die komplette Konfiguration kaputt. So, dann haben wir so einfach ein paar Checks eingebaut. Wenn jemand eine neue Rule committet, dann bevor sie aktiviert wird, wird sie durch Prometheus Lint oder durch YAML Lint erstmal und dann Prometheus Lint gejagt und erst dann wird sie aktiviert. Und dann auch noch für eine Instanz nach der anderen, sodass man das erkennt, wenn man da was Falsches getan hat. Ja. Problem, dass wir uns jetzt nicht so wirklich trauen, aus Produktion Zugriff darauf zu geben, weil ich meine, wenn jetzt einer ein Hacker im System ist, dann ist das natürlich das beste Mittel, rauszulegen, wo gibt es welche Hosts, welche Ports sind offen, welche Services laufen, also gibt es Möglichkeiten, das zu wissen. Frage wiederholen. Also die Frage war, kann man irgendwie Access Control hinbekommen, dass nicht der böse Hacker die komplette Hostlist direkt frei Haus geliefert bekommt? Also ich würde das komplett, also an einer total anderen Stelle lösen. Also den Prometheus, die Prometheus-Instanz, also wenn ihr Produktion monitoren wollt, dann würde ich die Prometheus-Instanz selbstverständlich in Produktion auch betreiben. Also würde ich da auch aufstellen. So, und dann hat das Ding auch kurze Wege zum Einsammeln der Metriken. Und damit nur die Berechtigten darauf Zugriff haben, das regelt man ja am besten, indem man keine Ahnung, Load Balancer davor macht. Also die Frage war, ob wir Performance-Probleme bei den Recording-Rules irgendwie feststellen konnten bisher? Ganz kurze Frage, nein. keine Probleme. Und dass es an der Stelle keine Probleme gibt, das ist strukturell bedingt. Also zum einen sind die Prometheus-Installationen kleindimensioniert. Das heißt, es kann nicht sein, wie wir das mal zum Beispiel bei Zypex erlebt haben, oder bei zentralen Systemen, ein Team schreibt zu viele Metriken und die anderen Teams haben Performance-Probleme. So, hier ist die Verursachung der Leidtragende zumindest im gleichen Team.
Das heißt, du kannst dann selber, wenn zum Beispiel aus Versehen zu viele Metriken definiert hast, auch diese Anzahl wieder reduzieren. Dann hinter Prometheus, also rein von der Implementierung her, ist dahinter keine relationale Datenbank, die man hinterher noch aufräumen muss, sondern das ist eigentlich eine In-Memory-Datenbank mit ein bisschen Persistenz, also das überlebt schon den Neustart. Und die Dauer, für die man diese Metriken aufbewahrt, ist auch sehr, sehr kurz. Eigentlich passt alles in den RAM. So, es passt alles in den RAM und du bewahrst so knapp 2 Wochen vielleicht Metriken auf. Und wir haben gesagt, wir sind keine Messis, wir wollen nicht auf Vorrat was bunkern, was wir möglicherweise brauchen, sondern wir gehen vom Kundenbedarf aus, wir arbeiten kundenorientiert und dann von auch allen möglichen Anwendungsszenarien, vielleicht testen wir zuerst den Money Path, also Pfad, was Geld einbringt, und dadurch haben wir nur sehr wenige Metriken, erstmal am Anfang. So, also diese Performance-Probleme kann es bei dem Ansatz erst gar nicht geben. Recording Rules finde ich gut. Sonst noch Fragen? Auch wenn es nur eine halbe Frage ist. Oder Anmerkungen? Ja. Dann habe ich doch noch eine Frage. Ja, klar. Ja, da brauche ich nicht mal Prometheus für. Was kaputt geht, sind dann meistens hochkomplexe Zusammenhänge. Die Frage war, ob wir auch über Teamgrenzen hinweg und damit über Prometheus hinweg irgendwie die Fehleranalyse hinbekommen mit so kleinen Instanzen. Ich würde zwischen zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist Alerting, also fachlich motiviertes Alerting, und das andere ist Debugging oder Debugging-Dashboards. So, das eine ist, welche Metriken brauche ich, um eine Situation, um ein Symptom zu erkennen, und das andere ist, welche Metriken sammle ich und mit welchen Tools, um die Ursache später zu klären, also Unbekannte. So, und da ist unser Ansatz für fachlich orientiertes Alerting, für zielgerichtetes Alerting nehmen wir diese einfachen Metriken, beschränkt auf unseren Anwendungsfall und. Und um später zu erkennen, also dann bist du erstmal alarmiert, um später zu erkennen, was die Sachen waren, dann kann man aus dem ELK im Vollen schöpfen, Volltextsuche, Logs auswerten, also diese Probleme sind bestimmt in irgendwelchen Logs dann zu sehen. So, mit der Zeit weiß man, in welchen man nachgucken muss. So, hier kann man zum Beispiel in der Alert-Definition auch direkt auf die weiterführende Sachen verweisen. Ob es nun schon vorbereitete ELK und Kibana-Dashboards oder irgendwelche Grafana-Grafiken, die erfahrungsgemäß den Aufschluss darüber bringen, was da schiefgelaufen ist. Die Frage war, wie gehen wir mit komplexen Abhängigkeiten im Microservices-Umfeld um und wie erkennen wir, was dann tatsächlich die Ursache ist oder war? Da würde ich jetzt auch Tracing empfehlen als Tool der Wahl. Also ich glaube nicht, dass wir das nur über die Alarmierungsstrecke hinbekommen, so komplexe Sachen zu analysieren. Die Frage war, wie wir Prometheus deployen und wie wir dynamisch neue Endpunkte hinzufügen können. Im Prinzip ist es so, wir haben den Ansible-Code-Schnipsel gezeigt. Das nutzt das Ansible-Inventory an der Stelle,
Und da sind halt alle Hosts mit drin, die wir so haben. Also das ist jetzt noch ein hostzentrisches Denken. Natürlich gibt es, wenn ich jetzt eher in der Cloud unterwegs bin, andere Mechanismen. Zum Beispiel Promregator. Ja, das gibt's auch. Das ist aber eher die böse Cloud. Wenn man jetzt so an Kubernetes-Umfeld denkt, dann hat man da eben die Möglichkeit, die Metriken oder neue Sachen zu discovern anhand von Labels und die entsprechend zu scrapen. Also das dynamische Einsammeln, da bietet Prometheus viele Möglichkeiten. Ja, und Setup selbst ist komplett in Ansible und passt auf einen Bierdeckel. Okay. Ah, Würstchen werden kalt. Ich habe eine Frage, hat jemand Hunger? Ich wollte eigentlich gar nicht groß unterbrechen. Ich glaube, wenn ihr noch Fragen habt, die Jungs sind ja auch noch ein bisschen da. Ja. Absolut. Abwürste sind fertig und unser Grillkäse auch. Abwürste auf dem Balkon, Grillkäse in der Küche. Bedient euch lieber schon hier. Quatsch noch ein bisschen, kommt ins Gespräch, weil ich glaube, das ist so der Hauptwert von unseren Meetups. Und achtet auf die Meetup-Gruppe, weil wir planen schon wieder neue Meetups. Ich konnte jetzt leider nur heute noch keinen Termin festmachen. Juhu!